Freunde, willkommen zu der XXL Glücksrad Challenge. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Heute drehen wir mal wieder an dem Lami Glücksrad. Und naja, Freunde, was soll ich euch sagen? Die Aufgaben, die heute bei dem Glücksrad drankommen, sind ziemlich, ziemlich krass. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, Freunde, zeige ich euch mal die Aufgaben, die heute drankommen. Wir haben an unserem Glücksrad 8 ganze Farben. Das heißt, es gibt auch 8 Aufgaben, aber davon werden wir nur 6 machen. Das heißt, 2 von diesen sassen Aufgaben fallen heute weg. Aber ich sage euch erstmal, was uns erwarten wird. Wenn wir die Farbe Gelb bekommen, dann müssen wir einer Person in unserer Roblox-Gruppe 1000 Robux geben. Bei Orange müssen wir einen Zuschauer anrufen und ihm eine Frage stellen, wo er dann Robux gewinnen kann. Leute, bei Rot muss ich mein Gesicht für eine Sekunde in diesem Video zeigen und ich hoffe so sehr, dass diese Aufgabe nicht vorkommt. Sonst, ja, bin ich geliefert, Freunde. Bei der Farbe Pink müssen wir zu Emily ins Zimmer gehen und ihr einen Kuss geben. Oh Mann, das ist echt eine sasse Aufgabe. Bei der Farbe Lila müssen wir auf einen öffentlichen Brookhaven-Server gehen und dort einen Zuschauer finden, der auch in meiner Roblox-Gruppe ist und ihm geben wir dann Robux. Bei Weiß werde ich 20.000 Robux in dem nächsten Stream verlosen. Oh weia, wenn diese Aufgabe vorkommt, dann könnt ihr auf jeden Fall im nächsten Stream ganz, ganz viele Robux gewinnen. Bei Hellblau müssen wir eine Online-Daterin klären. Oh Mann, aber da bin ich ja sowieso schon ein Profi drin. Und bei der letzten Farbe Grün müssen wir 10 Leuten aus den Kommentaren 500 Robux geben. Das heißt, Freunde, für mich wird es heute sehr, sehr teuer, denn ich werde auf jeden Fall richtig, richtig viele Robux an euch verlosen. Es wird aber nicht nur teuer, sondern auch sass, wenn ich, die Farbe Pink bekomme und zu Emily ins Zimmer gehen muss, um ihr einen Kuss zu geben. Aber Freunde, ich glaube, ihr habt jetzt alle Aufgaben verstanden. Jetzt babbeln wir gar nicht mehr so lange rum, sondern drehen direkt am Glücksrad. Moment mal. Unser Freund hier am Glücksrad hat auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit zu sagen. Und zwar Like und Abo, sonst esse ich eure Lami-Kekse. Und Freunde, guckt euch das mal an. Hier bin wirklich ich als Keks. Also Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Liked und abonniert diesen Kanal. Aber jetzt drehen wir endlich am Glücksrad. Let's go! Die allererste Farbe, die wir jetzt beim Glücksrad bekommen, ist Gelb. Okay, let's go. Dann gucken wir uns nochmal die Aufgabe an. Und die lautet, schenke einer Person in der Roblox-Gruppe 1000 Robux. Okay, Freunde, nichts leichter als das. Und Freunde, hier sind wir auch schon in meiner Roblox-Gruppe. Der Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Falls ihr nicht wisst, wie man in meine Gruppe reinkommt, einfach den Link anklicken. Mehr müsst ihr auch nicht machen, Freunde. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir haben hier unten in dem Chat ganz, ganz viele Leute, die da reinschreiben. Und ich würde sagen, wir scrollen jetzt einfach richtig weit in die Mitte und suchen uns jemanden aus, der vielleicht irgendetwas mit Lami im Namen hat. Ich würde sagen, wir stoppen genau jetzt. Und okay, dann suchen wir mal, wer hat hier Lami im Namen? Moment. Sie hier schreibt auf jeden Fall, alle wollen nur Robux. Lami ist nicht hier, um euch allen Robux zu geben. Ja, doch, jetzt bin ich auf jeden Fall da, um einer Person Robux zu geben. Und zwar, oh. Sie hier hat Lami im Namen. Sie heißt Lami-Roblox321. Moment mal. Sie schreibt auf jeden Fall noch, Lami, ich liebe deine Videos. Das ist eine sehr, sehr nette Nachricht. Aber wenn wir mal auf ihren Account gehen, dann sehen wir auf jeden Fall, Leute, sie hatte, glaube ich, noch nie Robux. Sie hat voll den Noob-Skin und sie verdient jetzt auf jeden Fall ein paar Robux von mir. Ich hoffe jetzt nur, dass sie auf jeden Fall lang genug in der Gruppe war. Aber nein, Freunde, sie ist leider neu in der Gruppe. Und Freunde, nochmal für alle, die es nicht wissen. Falls ihr Robux in meiner Roblox-Gruppe gewinnen wollt, dann müsst ihr mindestens 3 Wochen lang in der Gruppe gewesen sein. Sonst kann ich euch leider keine Robux geben. Aber Freunde, wir geben noch nicht auf. Ich suche mal jemanden mit einem Noob-Skin. Denn irgendwie möchte ich einer Person Robux geben, die noch nie Robux hatte. Moment mal, das sieht auf jeden Fall nach einem Noob-Skin aus. Die liebe Merle, sie schreibt, ich gucke deine Livestreams
darf aber nicht kommentieren. Aha, verstehe. Sie hat also leider nicht die Chance, in meinen Livestreams Robux zu gewinnen. Und Freunde, wenn wir mal ihr Profil abchecken. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus, als hätte sie noch nie Robux gehabt. Wir kopieren also einfach mal ihren Namen. Und wenn sie lang genug drin ist, dann bekommt sie Robux. Ja, und sie ist sogar lang genug drin. Okay, ich würde sagen, du bekommst auch 1000 Robux von mir. Viel Spaß damit. Und Freunde, das war gerade mal die erste Aufgabe. Oh Mann, Mann. Okay, ich würde sagen, wir drehen mal wieder hier am Rad. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Aufgabe uns jetzt erwarten wird. Und das ist die Farbe... wie lange will das Rad denn noch drehen? Hallo, jetzt bleibt euch endlich mal stehen hier. Und, irgendwie will das Glücksrad echt nicht stehen bleiben. Ja gut, Freunde. Oh, Moment mal. Es ist stehen geblieben bei der Farbe Lila. Moment mal. Das ist auf jeden Fall diese Aufgabe hier. Schenke einem Zuschauer im Brookhaven Robux. Oh Mann, ich merke schon, Freunde. Heute werden wir auf jeden Fall eine Menge Robux verlosen. Naja, wie auch immer. Aufgabe ist Aufgabe. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall in einen öffentlichen Server. Let's go! Okay, wir sind jetzt hier auf einem öffentlichen Brookhaven Server. Und ich würde einfach mal sagen, wir bauen uns jetzt hier ein Auto hin. So, und fahren so ein bisschen durch die Stadt und mal gucken, wen wir so treffen. Moment mal, vielleicht die hier? Wir fragen sie einfach mal, bist du in meiner Roblox-Gruppe? Und das ging ja schnell. Sie schreibt auf jeden Fall, nee. Okay, dann bekommst du auf jeden Fall keine Robux. Ciao. Mal gucken, Freunde, da oben sind auf jeden Fall noch zwei Häuser. Vielleicht klingeln wir einfach mal dort und checken das mal ab. Okay, wen haben wir denn hier? Prinzessin Lauri. Wir klingeln einfach mal. Ding Dong. Oh, und ich glaube, da ist sogar jemand. Ey, du da. Die hat einfach die Fenster geschlossen. Oha, ist ja gut. Okay, ich glaube, die will auf jeden Fall auch keine Robux haben. Dann checken wir einfach mal dieses Haus hier ab. Von der lieben Lina. Oh, oh, oh. Okay. Ding Dong. Hallo. Warte mal, ich glaube, sie wohnt hier. Ja, das ist Lina. Ich schreibe auf jeden Fall einfach mal Lina. Und sie schreibt, ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und noch ein Fragezeichen. Und jetzt frage ich sie, bist du in meiner Roblox-Gruppe? Und, Moment mal, sie schreibt, ja, ich weiß aber nicht. Ich wurde schon ganz, ganz oft angelogen von solchen Leuten wie dir, Lina. Ihr Name ist auf jeden Fall Player Lucy 2010. Okay, dann checken wir das Ganze mal ab, Freunde. Player Lucy 2010 und sie ist in der Gruppe. Oh mein Gott, okay, sehr gut. Ich würde einfach mal sagen, sie bekommt auch 1000 Robux von mir. Viel Spaß damit. Und jetzt schreibe ich einfach mal, habe dir 1000 Robux geschickt. Und Lina freut sich richtig. Sie schreibt, oh mein Gott, danke. Oh oh, und ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar mehr Zuschauer getroffen. Freunde, ich glaube, die bekommen jetzt auch nochmal ganz schnell Robux. Und bitteschön. Und Freunde, hier sind wir auch schon wieder. Das hat, ja, ziemlich gut geklappt, würde ich einfach mal sagen. Aber jetzt drehen wir mal wieder am Rad. Und es ist Zeit für die dritte Aufgabe. Und die dritte Aufgabe ist... Orange. Moment mal, was war nochmal Orange? Rufe einen Zuschauer an und stelle ihm eine Robux-Frage. Oh mein Gott. Okay, das wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr interessant. Was meint ihr? Wird der Zuschauer, den ich jetzt anrufe, die Frage richtig beantworten und Robux gewinnen? Oder wird er keine Robux gewinnen? Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Okay, Freunde, und ich würde einfach mal sagen, der Auserwählte, dem wir heute eine Frage stellen, ist unser lieber Freund Uzi. Hallo, Uzi, bist du da? Ja, hallo. Okay, okay, du bist der Auserwählte und du musst mir jetzt eine Roblox-Frage beantworten. Wenn du das richtig beantwortest, dann bekommst du 500 Robux, okay? Okay. Okay, okay, okay. Die Frage lautet, wann wurde Roblox erfunden? A, 2004 oder B, 2006? Und stopp, Freunde. Bevor ihr jetzt die Antwort hört, schreibt ihr mal eure Lösung in die Kommentare. Was denkt ihr, wann wurde Roblox erfunden? Aber, Freunde, ihr dürft nicht schummeln. Schreibt das jetzt rein. A, 2004 oder B, 2006? Was denkt ihr? Aber jetzt geht's weiter, Freunde. 2006. 2006, sagst du? Lockst du das wirklich ein? Ja. Okay, und... das ist falsch, Uzi. Du bekommst keine Robux. Okay, egal.
Nein, Spaß, du bekommst trotzdem welche. Hä, war das nicht richtig? Nein, das war falsch. 2004, Mann. Hä? Lol, okay. Ciao. Okay, ciao. Oh Mann, Freunde, was soll ich euch sagen? Ich liebe es einfach, mit euch zu reden. Aber genug gequatscht. Wir müssen jetzt wieder am Glücksrad drehen und let's go. Ich hoffe nur, es wird nicht die Farbe rot. Aber es wird die Farbe. Komm schon. Wie lange will sich das Rad eigentlich noch drehen? Also wirklich, ich warte hier schon gefühlt 3 Tage. Komm schon. Und es ist die Farbe. Moment mal. Was ist das jetzt hier für eine Farbe? Freunde, ich glaube, es ist gerade noch so grün geworden. Dann gucken wir mal nach. Farbe grün ist die Aufgabe. Gib 10 Leuten in den Kommentaren 500 Robux. Okay, Freunde, es hört also wirklich nicht auf mit den Robux. Ihr habt also jetzt nochmal die Chance, ein paar Robux von mir zu gewinnen. Und zwar müsst ihr dazu einfach nur euren Roblox-Namen in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich einfach 10 Leuten ein Herz in den Kommentaren geben. Und wenn ihr so ein Herz bekommen habt, dann heißt das auf jeden Fall, dass ihr auch Robux bekommen habt. Aber Freunde, jetzt würde ich einfach mal sagen, wir haben jetzt insgesamt schon 4 Aufgaben gemacht. Das heißt, 2 Aufgaben müssen wir noch erledigen. Oh, und ich bin so gespannt, welche Aufgaben wir noch machen müssen. Wir haben einmal die rote Farbe, wo wir unser Gesicht zeigen müssen. Die pinke Farbe, wo wir Emily küssen müssen. Bei der blauen Farbe ein Online-Date erklären. Und bei der weißen Farbe 20.000 Robux verlosen. Also Freunde, wir drehen jetzt nochmal am Rad. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt, welche Farbe wird kommen. Und es ist keine geringere Farbe als... Oh mein Gott, weiß! Leute, ihr wisst, was das heißt. Im nächsten Stream müssen wir einfach 20.000 Robux verlosen. Und Freunde, wie wir wissen, kosten 20.000 Robux auf jeden Fall über 200 Euro. Aber Freunde, ihr müsst für die Robux auf jeden Fall nicht bezahlen. Keine Sorge, ihr müsst dafür auf jeden Fall nur meinen Kanal abonnieren, die Videos liken und auch in meine Roblox-Gruppe kommen. Aber Freunde, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann haben wir einfach jede Aufgabe, die irgendetwas mit Robux zu tun hat, fertig. Das heißt, es sind nur noch die sassen Aufgaben, wie Online-Daterin klären, Gesicht zeigen oder Emily einen Kuss geben. Und naja, was soll ich sagen? Ich hoffe einfach nur, dass es nicht die Farbe rot wird, weil sonst wüsste ich selber nicht weiter. Ich bobble jetzt gar nicht mehr so lange rum, sondern drehe jetzt. Und das ist die letzte Aufgabe für heute, Freunde. Moment mal. Pink? Was? Oh mein Gott. Freunde, ihr wisst, was das heißt, oder? Ich muss jetzt zu Emily ins Zimmer gehen und ihr einen Kuss geben. Naja, Freunde, ist auf jeden Fall besser als die Farbe Rot. Oh Mann, Mann, ich hätte, glaube ich, gar keine Lust gehabt, jetzt mein Gesicht zu zeigen. Tja, da müsst ihr auf jeden Fall doch noch etwas warten. Aber ich würde dann einfach mal sagen, Freunde, wir gehen jetzt zu Emily ins Zimmer und machen unsere sasse Aufgabe fertig. Okay, wir sind jetzt hier in Emilys Zimmer. Emily, das Glücksrad hat es entschieden. Ich muss dir etwas geben. Was denn? Kriege ich etwa Essen? Nein, nicht Essen, sondern nur einen kleinen Kuss. Mua. Warte mal! Ich will noch mehr Nein! Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und falls ihr noch ein richtig cooles Glücksrad-Video von mir sehen wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr müsst auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und in die Kommentare ein paar richtig coole Aufgaben reinschreiben. Und Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und Freunde, jetzt könnt ihr links und rechts auf der Seite die letzten 2 Videos sehen. Die sind auch mega, mega cool geworden. Die müsst ihr auch unbedingt abchecken. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!